Du stehst rum? Oh Mann, das ist riesig. Bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Ach ja, ich habe ein paar Vorräte von oben mitgenommen. Wenn du was brauchst? Was hast du denn? Lass uns handeln. Ein paar Tränke, das ist eigentlich ganz gut, aber gerade brauchen wir es nicht. Levitation und Nautilus ist ganz gut, dass du die dabei hast. Das kann sein, dass wir darauf nochmal zurückkommen. Hier ist alles klar! Das ist schön, aber brüll mich bitte nicht so an. Wir müssen weiter vorsichtig sein. Hier gibt es sicher noch mehr von den Biestern. Ja, ich habe schon alles ausgeräumt hier. So viel ist hier nicht mehr. Verfluchte Echsen. Ich wette, der ganze Berg ist voll von denen. Nicht mehr. Hier lebt nichts mehr. Also aktuell zumindest. Das ist zu riskant. Das geht immer noch nicht. Die Tür hätte jeder aufmachen können. Also bilde dir mal nichts ein. Ich glaube, wir müssen ihm nochmal aufs Maul hauen. Wir folgen dem Inquisitor. Wo ist er denn eigentlich? Ist er bei Ursegur? Oder ist er bei der Tür? Er ist nicht bei der Tür. Dann guck mal bei Ursegur. Ich hoffe, hier war das. Gucken wir mal. Ja, er ist bei Ursegur. Während du dich mit den Monstern amüsiert hast, sprach ich mit Ursegur. Was hast du mit ihm besprochen? Ich weiß jetzt nicht nur, wie wir das Siegel brechen können, sondern auch, wie ich den Titan kontrollieren kann. Befreie nun den Geist von Ursegur, damit wir das Tor öffnen können. Ja, das wird nicht so funktionieren, glaube ich. Das wäre viel zu einfach. Ich habe die Splitter gefunden. Das ist gut. Gib mich frei. Und wie soll ich das anstellen? Sag es. Sprich aus, dass ich frei bin. Erhebe dich, Geist. Du bist frei. Erhebe dich, Geist. Du bist jetzt frei. Meine Fesseln schwinden. Spürst du es? Ich kann es spüren. Dann erfülle jetzt deinen Teil des Handels. Ich werde mich an unsere Abmachung halten. Nimm meinen Schädel und stell ihn zusammen mit den anderen auf die Altare vor dem Tor. Welcher Schädel kommt auf welchen Altar? Höre, ich sperrte den Titan ein. Salsaran war meine persönliche Wache, gleichgestellt mit Zulutur, dem Priester, der Selseret beschwor. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Nun bin ich frei. Endlich frei! Du hast Ursegur befreit. Gute Arbeit. Jetzt steht uns nichts mehr im Weg. Weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich können wir uns jetzt erstmal den Schädel nehmen. Schädel. Ursegurs Schädel. Wie genau hilft uns jetzt dieses Rätsel beim Schädel platzieren? Das war das Schlüsselloch. Er sperrt den Titan ein, also wahrscheinlich Ursegur ganz vorne. Wo ist er denn? Da ist er denn. Und hat seine persönliche Wache. Schädel vom untoten Biest. Schädel vom untoten Krieger. Und der war dem Priester gleichgestellt. Der das Biest beschwor. Ist das so richtig? Es ist soweit. Ich bin am Ziel. Ursegur hat dir etwas erzählt. Was hat er dir gesagt? Ich kenne den Zauber, der notwendig ist, um das letzte Siegel zu brechen. Mein Okular wird ihn sichtbar machen und mein Wille wird ihn unterwerfen. Was hat er noch gesagt? Es ist der Titan des Feuers, der die Insel beschützt.
Er verhindert, dass die anderen Titanen die Insel zerstören. Das heißt, wenn wir ihn befreien, wird die Insel zerstört? Aber wir haben eine Waffe. Selbst wenn wir diese Insel nicht retten können, haben wir endlich eine Waffe, um die Titanen zu bekämpfen. Moment mal, du willst die Insel opfern? Hör auf! Du redest von Opfern, während da draußen der Rest der Menschheit vor die Hunde geht. Wach endlich auf! Das Festland ist längst zerstört. Der König ist tot. Wenn wir jetzt nicht kämpfen, wird es bald keine Menschen mehr geben. Ja, die ganze Insel opfern? Ich weiß es nicht. Wenn der Titan wirklich so effektiv ist, dass er die ganze Insel beschützen kann, ist die Insel dann unantastbar? Also, dann wäre ja hier die Möglichkeit, quasi ein Refugium für die Menschen zu erschaffen. Dann müsste man das nur irgendwie in die Welt raustragen, dass alle erstmal hierher kommen sollen. Und dann gucken wir weiter. Also ich würde den jetzt nicht unbedingt befreien und dann nicht kontrollieren können, weil genau darauf wird es hinauslaufen. Was ist, wenn der Titan nicht für uns kämpft? Du hast es doch selbst gesagt. Er war einst ein Diener des guten Gottes. Aber das war vor 1000 Jahren und inzwischen haben die Götter diese Welt verlassen. Er wird mich als seinen Herrn anerkennen. Mit ihm als Waffe werde ich die anderen Titanen vernichten und die Welt für die Menschen retten. Wann hab ich denn jemals von einem guten Gott gesprochen? Oder er hier halt. Das ist irgendwie... Ich schätze, dann muss ich hier wohl aufhalten. Es muss einen anderen Weg geben. Komm, wir hauen ihm aufs Maul. Ich schätze, dann muss ich dich wohl aufhalten. Was denn? Du willst mich aufhalten? Ja. Und wie willst du das tun, wenn du nicht mal in meiner Nähe bist? Männer, tötet ihn! Na, hervorragend. Jetzt gibt's Schläge. Ja, ich muss hier erstmal mich freilaufen, Leute. Das geht so nicht. Also, Kato mal eine reinzuhauen, war mir ja sowieso schon lange mal ein Bedürfnis. Ne? Das kann man ja gar nicht anders sagen. Jo. Leider haben wir hier nicht so wirklich den Platz, um uns zu bewegen. Aber ich glaube... Mit Feuerball wäre das hier alles noch viel schlimmer geworden, weil wir keine Chance gehabt hätten, den auch nur ansatzweise aufzuladen. So, der Kommandant hat immerhin von beidem einen Trank dabei. Da gibt's ein Brot und Gold. Da gibt's noch einen Stab. Da gibt's noch was zu rauchen. Und dann trinken wir uns erstmal ein. Und Ursegur möchte mit uns reden. Das ist ja großartig. Nun hast du gefunden... Was du gesucht hast. Den Tod? Der Inquisitor kümmert sich um den Titan. Ich habe versagt. Ich habe versagt. Was ist passiert? Der Inquisitor will den Titan kontrollieren. Du bist überrascht. Der Träger des Auges ist ehrgeizig und strebt nach Macht. Du selbst hast ihm den Schlüssel dazu gegeben. Dieser Versuchung kann er nicht widerstehen. Dann können wir nur hoffen, dass sein Plan funktioniert. Er wird scheitern. Niemand ist in der Lage, einen Titan ohne Hilfe der Götter zu kontrollieren. Na toll. Dann wird die ganze Insel vernichtet und wir werden alle sterben. Du hast den Titan doch auch schon kontrolliert. Dann wird die Insel vernichtet und alle werden sterben. Nicht, wenn du den Träger des Auges aufhältst und den Titan zurück in sein Gefängnis zwingst. Noch ist der Titan schwach. Und selbst wenn er frei ist, ist er noch lange nicht im Vollbesitz seiner Macht. Doch seine Kräfte wachsen von Stunde zu Stunde. Schon bald wird ihn niemand aufhalten können. Du hast den Titan doch auch kontrolliert. Das ist lange her. Und der Einfluss der Götter war stark. Nun, wo die Götter diese Welt verlassen haben, gibt es niemanden, der einem freien Titan befehlen kann. Frei von seinen Fesseln wird er wüten und alles verbrennen, was in seine Nähe kommt. Der Inquisitor hat aber den Schlüssel mitgenommen. Wir kommen da überhaupt nicht mehr rein. Wie kann ich den Inquisitor aufhalten? Der Inquisitor ist nicht wichtig.
Es ist der Titan, um den du dich kümmern musst. Was muss ich tun? Nur ein Titanenlord kann den Titan wieder in seine Fesseln zwingen. Ich muss also selbst zu einem Titanenlord werden? Ja, das ist deine einzige Chance. Und wie machen wir das ohne göttlichen Beistand? Wie werde ich ein Titanenlord? Du musst den Titan im Kampf bezwingen. Klingt wie ein Kinderspiel. Du brauchst eine Rüstung, die dich vor der unsterblichen Glut des Titanen beschützt. Sonst noch was? Eine Waffe, um gegen den Titan zu kämpfen. Nur wenn du beides hast, Waffe und Rüstung, hast du eine Chance zu siegen. Warte mal. Du kannst gegen den Titan nichts ausrichten. Du musst ein Titanenlord werden, um irgendwas gegen den Titan machen zu können. Okay, wie werde ich ein Titanenlord? Du musst den Titan besiegen. Was? Was? Das ist ein kompletter Logikfehler. Wie soll ich den denn besiegen, ohne Titanenlord zu werden? Hä? Also Rüstung und Waffe, kein Thema, die kriegen wir schon zusammen, aber... Was? Wo bekomme ich die Rüstung her? Nur von Titanen geschmiedetes Eisen kann dich schützen. Ich besaß so eine Rüstung. Du musst sie finden. Ja, die wird mir auch ganz sicher passen. Wo bekomme ich so eine Waffe her? Der dunkle Gott schenkte mir einst einen Hammer, um gegen die Titanen zu kämpfen. Nur mit ihm wirst du in der Lage sein, den Titan zu verwunden. Das hört sich alles ganz nett an, aber wo finde ich das ganze Zeug? Auf meinen Befehl hin wurde meine Habe an die Hohepriester der Echsen gegeben. Sie sollten sie bewahren und schützen, damit niemand in der Lage ist, die Titanen erneut zu unterwerfen. Also, wo sind diese Priester? Sie sind tot. Seit langer Zeit. Du musst ihre Gräber finden und die Siegel brechen. Dort findest du, was du brauchst. Wo sind diese Gräber? Ich finde das übrigens sehr schön, dass er hier die ausgebrannte Fackel immer noch in der Hand hält. Wo finde ich die Gräber? Sie sind in den Tiefen der Insel verborgen. Doch ich warne dich. Meine Befehle haben immer noch Bestand und sie werden noch immer bewacht. Es gibt 5 Gräber und in jedem dieser Gräber wirst du einen Teil meiner Habe finden. Natürlich. Was für Siegel? Mächtige Kraftfelder schützen die Zugänge. Nur die älteste Magie hat genug Macht, um sie zu brechen. Damals erschuf ich eine Rune. Mit ihr kannst du die Barrieren zerstören, die die Priestergräber schützen. Gut, das kriege ich hin. Dann höre. Die Rune findest du im Sarkophag, wo auch mein Schädel lag. Den habe ich doch schon geöffnet. Nun, ich habe ein Geheimfach eingebaut. Drück den Deckel gleichmäßig zur Seite, dann wird sich das Fach öffnen und du kannst die Rune entnehmen. Nun weißt du alles, was nötig ist. Kehre hierhin zurück, wenn du dich bereit fühlst. Kapitel 4 – Der Titan. Der Planet? Ich bin mir nicht sicher. Ach, jetzt haben wir die Fackel weiterhin in der Hand. Das ist ja schön. Ja, jetzt wirft er sie weg. Na gut. Machen wir damit die roten Kraftfelder kaputt zufällig? Ist es das? Oh, hier ist auch Lava. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir das erste Mal reingelatscht sind. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, nee, ist klar. Machst du eine kleine Reise? Das ist aber nicht gleichmäßig zur Seite gedrückt. Magische Barriere zerstören. Wir haben leider keine Mana-Wurzeln mehr. Besorge die Rune aus Ursegoas Sarkophag. Dafür brauchen wir 2 Level-Siegel. Wir haben noch 10 Lernpunkte, das ist okay. Das kriegen wir hin. Oder wir brauchen Mana-Wurzeln, die wir aber nicht haben. Ich hätte gerne einen Teleport hier unten hin. Werden die uns angreifen? Bestimmt, oder? Warum störst du mich? Ich hab gedacht, vielleicht hast du einen Teleport. Ich speicher mal. Ich mach dich fertig! Ich hätte euch ja leben lassen, aber ihr wolltet nicht.
So. Hier um die Ecke stand auch noch einer. Aber mal gucken, vielleicht ist der ja noch klar. Der hätte vorher immerhin mit uns gehandelt. Ich mach dich fett! Der ist auch nicht mehr klar. Ja, na dann. Tschüss. Schade eigentlich. Hätte es ihm gegönnt, zu überleben. Aber um Kato tut's mir nicht leid. Das ist okay, dass der aufs Maul gekriegt hat. Das ist schon in Ordnung so. Oh, hier liegen noch nicht ausgenommene Echsen. Was ist denn da passiert? Warum habe ich eigentlich schon wieder kein Licht an? Weil die Fackel ausgebrannt ist und ich danach keine neue angemacht habe. Das ist die richtige Antwort. Ja. Raus hier. Ich krieg immer Paras, wenn ich da drunter durchgehe, dass das Ding vielleicht wieder an ist. Okay, also der Inquisitor ist verrückt geworden. Der geht jetzt mit dem Titan spielen. Wir müssen Zeug finden. Und wahrscheinlich dafür nochmal durch sämtliche Tempelruinen stapfen. Wo war denn das eine rote Kraftfeld, was wir schon gesehen hatten? Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Oh, es wird dunkel. Dann können wir die Gelegenheit ja nutzen und direkt schlafen gehen. Obwohl der Sturm jetzt praktischerweise gerade einmal vorbei ist. Aber ich würde sagen, dann reden wir jetzt erstmal mit dem Oberhaupt unseres Ordens. Ob der noch was zu vertellen hat. Erstes Siegel, Inquisitor. Ich muss mit dir über den Inquisitor reden. Was ist los? Warum bist du nicht bei ihm? Ja, nun. Mendoza hat sich gegen mich gestellt. Er gefährdet das Leben von uns allen. Er ist sogar bereit, die Insel zu opfern. Nun mal ganz ruhig. Erklär mir erstmal, was passiert ist. Ich würde gerne erstmal die Sache mit der heiligen Flamme und dem Feuertitan erzählen. Mendoza will den Feuertitan befreien und kontrollieren. Feuertitan? Ja, er wurde einst von einem Titanenlord dort unten eingesperrt. Seine Anwesenheit verhindert, dass die Insel von dem Sturm da draußen vernichtet wird. Weiß Mendoza das? Ja, aber es ist ihm egal. Er will den Titan kontrollieren und als Waffe verwenden. Dazu ist ihm jedes Opfer recht. Verstehe. Was hast du vor? Es gibt nur einen Weg. Ich habe mit dem Geist Ursegors gesprochen. Es gibt nur einen Weg, den Inquisitor aufzuhalten. Ich muss Ursegors Rüstung finden und den Titan wieder in sein Gefängnis sperren. Aber ich habe nicht viel Zeit. Wenn der Titan erst einmal frei und im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dann wird diese Insel untergehen. Du kannst auf unsere Hilfe zählen. Wo finden wir die Rüstung? Ja, nun. Die einzelnen Rüstungsteile liegen in den Gräbern von Echsenpriestern. Sie werden bewacht. Hier, ich zeige es dir auf der Karte. Der eine Eingang ist im Banditenlager. Wir werden die Hilfe von Don Esteban brauchen. Du wirst zu ihm gehen. Überzeuge ihn davon, dass er keine Wahl hat. Doch vorher wird es Zeit, dich in unseren Kreis aufzunehmen. Du hast Großes vollbracht und weißt um die Geheimnisse der Magie. Und das bedeutet? Wir nehmen dich als einen der unseren auf. Wir machen dich zum Meister der Magie. Yay. Muss ich dazu irgendwelche Fragen beantworten? Sag mir nur, dass du bereit bist. Dann legen wir los. Ja, ich will. Oder was soll ich sagen? Kriegen wir bestimmt eine neue Rüstung. Wieso wusste er jetzt, wo genau auf der Karte das ist? Das hat Ursegur uns nicht gesagt, dass er uns das auf der Karte eingemalt hat, oder? Ich bin bereit. Mach mich zum Meister. Dann soll es beginnen. Das war's jetzt schon, oder wie? Neue Quest, Meister der Magie. Was ist mit dem Inqui? Was ist mit dem Inquisitor? Wir sind die Hüter der Flamme. Wir schützen die Insel. Der Inquisitor ist zur Bedrohung geworden. Und damit zu unserem Feind. Was ist mit dem Rest der Inquisition? Das muss Carlos entscheiden. Er ist der Ranghöchste. Wir können nur hoffen, dass er nicht vergessen hat, warum er hierher gekommen ist. Rede mit ihm und erkläre ihm alles. Ich hoffe, er wird uns helfen.
Ist er nicht hierher gekommen, um Mendoza zu unterstützen? War das nicht der ganze Plan von Anfang an? Aber da wir gerade schon mal hier sind, dann lass doch mal die Siegel lernen. Ich bin bereit für das erste Siegel. Atme tief ein. Ulukomu, Rasparzoval. Was? Das war es auch schon. Es hat nicht wehgetan, oder? Nein. Wir haben deinen Geist überwunden. Das erste Siegel ist nun kein Hindernis mehr für dich. Gut, und das zweite brauchen wir leider auch direkt. Aber die Weisheit dürften wir haben. Ich will das zweite Siegel verstehen. Gut, dazu werden wir deinen Geist befreien. Bist du bereit? Ja, ich will. Ich bin bereit für das zweite Siegel. Dann los. Robaram Nil Laktas. Dein Geist ist nun befreit. Das zweite Siegel wird dir nicht mehr im Weg stehen. Oh, das dritte kostet jetzt 150. Wir haben eh keine Lernpunkte mehr, aber wir können das ja wenigstens schon mal machen. Ich will das dritte Siegel verstehen. Du bist noch nicht bereit. Oh, wir haben noch gar nicht genug Weisheit dafür. 138, ja komm, wir haben so viele Tafeln gefunden. Haben wir gar nicht. Hier dachte, steht etwas über Magie. Doch, haben wir wohl. Also dafür wird es noch reichen. Ach, die kann man auch so durchklicken. Sehr gut. Okay, 150 haben wir. 100, da müssen wir wahrscheinlich jetzt in den Kreis, ja? Können wir ja so lange die Fackel mal weglegen. So, ich stehe im Kreis. Wir sind versammelt, um die heilige Flamme zu beschützen. Und mehr denn je ist sie in Gefahr. Aber wir wissen einen Mann an unserer Seite, der für uns kämpfen wird. Ein Mann, der sich durch seine Disziplin und seine Taten einen Platz in unserer Mitte verdient hat. So lassen wir ihn seinen Geist öffnen und die Worte sprechen, auf dass er ein würdiger Meister der Magie wird. Ich frage dich, bist du bereit, als Meister der Magie in unseren Reihen zu dienen? Ich bin bereit. Bist du bereit, die Magie zu ehren und alles zu tun, um die Menschen zu beschützen? Ich bin bereit. Dann sei es so. Im Namen der heiligen Flamme, im Namen der hier Versammelten, nehme ich dich in unserer Mitte auf. Als Meister der Magie steht dir die Robe der Meister zu. Sag ich ja. Ich danke dir. Möge sie deinen Körper schützen. Wir brauchen irgendwie mal einen besser passenden Hut. Ich will das dritte Siegel verstehen. Dein Geist schreit nach Erleuchtung. Wir werden das Ritual durchführen, sobald du bereit bist. Ja, noch lange nicht. Wir haben nicht genug Lernpunkte dafür. Willkommen in unseren Reihen, Bruder. Als Meister ist es deine Aufgabe, die Festung tatkräftig zu unterstützen. Da ich keine Runen zu verschenken habe, kannst du damit die Nächsten schon mal anzahlen. Hier, nimm dieses Gold. Wie, du hast keine Runen zu verschenken? Nun, Meister, die Robe ist ja gut und schön, aber ich denke, ein paar Tränke können auch nicht schaden. Hier, nimm sie. Danke. So, und jetzt geh und tritt den Echsen in den Arsch. Das ist der Plan, ja. Eigentlich dauert die Aufnahme zum Meister viele Stunden. Mhm. Es gibt eingehende Prüfungen, Demonstrationen der Magie, Abfragen deiner Kenntnisse. Dann ist es ja gut, dass es so schnell ging. Aber es gibt auch ein großes Festmahl mit Truthahn, Kuchen und Wein aus goldenen Bechern. Ich glaube, es ist nicht die Zeit für ein Festmahl. So spricht ein wahrer Meister. Es ist immer Zeit für ein Festmahl. Als Meister wirst du hoffentlich nicht vergessen, ein paar Spruchrollen herzustellen. Gerade in den Ruinen kann es nicht verkehrt sein, einige davon bereitzuhalten. Hier, diese Vorräte wirst du brauchen können. Leere Spruchrolle, kleiner Rubin. Sehr gut, dann haben wir mit denen auch nochmal geredet. Und dann gehen wir jetzt mal schnell schlafen, damit es wieder hell wird. Und dann schauen wir mal auf die Karte, wo wir da tatsächlich Rüstungsteile finden können. Bis zum nächsten Morgen schlafen.